Okay, Leute, da sind wir wieder zurück zu einer neuen Folge Beta und ja, die Achievements sind mal wieder zurückgesetzt. Ich kann ja mal gucken, wo die jetzt sind oder wo die waren. Also, ich glaube, ich bin da nie weit gekommen, weil die jede Folge irgendwie dann wieder zurück sind, ne? Ja, es sind wieder 3 Wochen vergangen seit der letzten Aufnahme und ja, das heißt, es ist wieder ein bisschen was passiert. Es gibt wieder ein bisschen was zu berichten. Mir sind ein paar Sachen aufgefallen, so. Und ich wollte das mal ansprechen. Ich weiß gar nicht mehr, was letzte Folge das Thema war, um ehrlich zu sein. Aber gut, ja, ich hatte ja hier, glaube, noch weitergebaut, oder? Nee, ich war ja auf Reisen, ne, irgendwie. Und, ja, wollte jetzt tatsächlich weitermachen. Mein Ziel war es ja, möglichst viel Sand zu farmen und, dann da irgendwie das Glas nutzen zu können. Jetzt ist die Frage, habe ich irgendwie einen Block Sand überhaupt abgebaut? Ich würde es mal stark hoffen. Ja, und zwar ist jetzt die letzte Chance eigentlich, dass es oben in der Kiste ist. Ansonsten habe ich ein Problem, da ist es okay, gut. Ja, dann tue ich das mal hier rein irgendwie, ne, mit so ein bisschen Kohle jedes Mal in jeden Ofen und ja, dann kann ich eigentlich direkt auch mal aufs Thema eingehen für diese Folge. Und zwar habe ich mir überlegt, ich möchte mal ein paar Wörter loswerden oder Worte, wie auch immer, in Bezug auf meinen Kanal, weil ich finde irgendwie mittlerweile vernachlässige ich den Hauptkanal so ein bisschen, ja, weil, ja, RiceMau will ja immer mit mir so Projekte machen, ne, und ihm fällt irgendwie, ja, alle 5 Minuten ein neues Projekt ein, und das sind alles halt Minecraft-Projekte, die ich auf Iggles dann bringe, und wo ich so schon am Rangieren bin, wann ich die bringen soll, also, da bin ich schon stark am Überlegen, weil er wirklich so viele immer plant und macht, ne, dass ich gar nicht weiß sofort, wann ich jetzt was irgendwie unterbringe. Weil das Problem ist, ich weiß nicht, wie lange das dann wieder läuft und wie ja oft ich das halt hochladen soll, was würde Sinn machen, ne, und so weiter. Also ja, das ist halt alles nicht so einfach. Und ja, deswegen, keine Ahnung, bin ich da immer sehr ratlos auch und muss da immer schauen, dass ich das alles irgendwie hinkriege. Genauso mit dem Schneiden, das ist auch ein Riesenthema für sich, da brauche ich immer ewig, weil ich in letzter Zeit sehr viel mit ihm halt aufnehme und auch, by the way, kaum noch selber zum alleine aufnehmen komme. Und ja, dann muss ich halt immer die Aufnahmen ziemlich lange schneiden, weil alle Together-Aufnahmen schneide ich irgendwie immer länger, ne, weil da passiert so schnell, dass man mal viel zu lange aufnimmt zum Beispiel und dann will ich die Folge einfach kürzen. Oder es kommen eben zwischendurch Stellen vor, die ich einfach rausschneiden will, keine Ahnung, ne? Da, ja, und deswegen dauert das eben immer ewig. Und, ja, stimmt, was auch ein großes Problem ist, die Lautstärke immer anzupassen von dem Aufnahmepartner und mir. Also das ist eigentlich immer das längste Problem, was ich auch am Anfang, bevor ich überhaupt anfangen kann, was rauszuschneiden, immer klären muss, ja? Und, ja, das ist schon alles ein bisschen nervig, muss ich sagen. Und dann kommt noch TextMuggleP, ne, wo ich auch noch ein Video aufnehmen könnte oder sollte oder wie auch immer, ne. Und ja, das wird dann irgendwie mal alles zu viel, ja. Ich habe dadurch jetzt auch irgendwie gar nicht mehr mir großartig Gedanken um den Kanal gemacht und war einfach froh bisher, dass ich genug Videos vorproduziert hatte. Aber ja, irgendwie komme ich auch generell nicht zum Thumbnails machen und so weiter, was natürlich auch nicht so geil ist. Ja, und ja, ich weiß nicht, so richtig Ideen habe ich zurzeit halt nicht für den Channel hier, ne? Ich nehme immer mal so ein Special-Video auf mit anderen Leuten oder so. Wenn die einfach sagen, ja, hier ist ein Event oder so, ne? Und ja, da mache ich dann eben mit und mache da mal eine Aufnahme für den Channel hier. Das sind dann eben immerhin so Special-Videos und so. Aber in letzter Zeit habe ich sehr wenig andere Games zum Beispiel aufgenommen, ne? Wenn, dann habe ich die gestreamt oder so. Ja, also im Stream versuche ich immer andere Games zu bringen auch. Und irgendwie habe ich dadurch wahrscheinlich so ein bisschen den Kanal hier vernachlässigt, dass ich eben auch mal hier andere Spiele zocke. Und ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Und ich will das gerne wieder so ein bisschen zurückbringen. Für mich einfach, dass ich wieder ein bisschen auch sowas wie Realm Royale oder so aufnehme, Paladins etc. Ja, da gibt es ja viele Möglichkeiten, die ich in letzter Zeit einfach ja nicht mehr genutzt habe. Und ja, das ist natürlich dann nicht so geplant gewesen, weil eigentlich will ich ja auch für den Channel hier ja, so alle Formate quasi vorproduzieren und nicht nur eins oder so, also in dem Fall jetzt Minecraft Beta, was ich noch alle 3 Wochen aufnehme, genauso wie das Let's Play. Ja, ist natürlich auch sehr selten, obwohl ich da eigentlich mit ganz zufrieden bin, ne?
Ich würde eben noch gerne zusätzlich zumindest es noch schaffen, so einmal die Woche irgendein anderes Game aufzunehmen, ne? Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Eventuell kann ich in den Weihnachtsferien jetzt was hinkriegen, ne? Dass ich dann zumindest mal Paladins mache oder so, ne? Das wäre eigentlich echt mal eine Idee. Das Problem ist aber auch wirklich wegen dem Schneiden, ne? Zurzeit, ich habe einfach keinen Platz auf irgendeiner Festplatte, ja? Weil, ja, die sind alle voll oder so mit Aufnahmen, die ich schneiden muss, also Rohaufnahmen. Und ja, weil die so groß sind halt, ja, ist das ein bisschen problematisch. Und da muss ich erst ganz schön lange warten, bis ich dann endlich mal die alle geschnitten habe. Ich meine, heute habe ich auch wieder drei Folgen endlich mal geschnitten, ne? Aber es kommen ja auch jede Woche irgendwie 5, 6 Folgen dazu, die ich ewig lang schneiden muss, ne? Dank Chrismo. Ja, ist halt echt so. Und ja, das ist halt echt sehr zeitintensiv geworden. Und ich weiß nicht mehr, wann ich das bewältigen soll. Da war ich froh, dass ich heute zum Beispiel Ausfall hatte. Beziehungsweise nicht Ausfall, sondern ja, eigentlich hatte ich Vorlesung, aber ich konnte nicht hin, weil der Zug ausfiel. Ja. Und der kam dann erst 2 Stunden später wegen Streiks. Das war so richtig sinnlos. Habe ich mich auch drüber geärgert, weil eigentlich wollte ich schon in die Vorlesung. Weil es jetzt auch die letzte vor Weihnachten ist, ne? Da hat man dann wieder eine noch längere Pause jetzt und kommt dann im neuen Jahr noch schlechter mit dem Stoff vielleicht nach, ne? Ich meine, ich habe den jetzt geschickt bekommen. Das ist kein Problem. Ich kann das so nacharbeiten, aber das ist nicht dasselbe, wie wenn du in der Vorlesung sitzt. Also zumindest in Mathe ist es halt eigentlich wichtig, dahin zu gehen, ne? Ja, weil da muss man sich das so quasi, kann man sich das nochmal so anhören, ne? Ist halt einfach besser. Und ja, heute hatten wir dann auch noch bei einem Dozenten, der das eigentlich laut den anderen ziemlich gut gemacht hat, und da hätte ich eigentlich schon gern hingewollt, aber nein, die Bahn streikt, ne? Naja, immerhin hat es den Vorteil, und darauf wollte ich hinaus, dass ich zumindest mal 3 Folgen schneiden konnte, ne? In der Zeit. Na, da bin ich halt eben nochmal vom Bahnhof wieder heim und hab dann noch geschnitten. Ja, einfach immer schön die Zeit nutzen, denke ich mir so, ne? Ich werde auch am Donnerstag, da habe ich generell früh frei, da habe ich erst 14 Uhr Unterrichtsstart. Da werde ich Vormittag dann auch nochmal ordentlich was schneiden, ne? Ich hoffe, da schaffe ich einiges. Letzte Woche habe ich ziemlich wenig geschafft, muss ich sagen. Aber das waren zum einen auch komplizierte Aufnahmen, also die kompliziert zum Schneiden waren. Und andererseits muss ich so ein bisschen reinkommen ins Schneiden, weil ich da so ein bisschen raus war, ne? Ich muss sagen, wenn man sich dran gewöhnt hat und das irgendwie regelmäßig macht, dann fällt das leichter, aber sonst dauert das manchmal länger. Und ja, das war dann eben der Fall, und außerdem war ich halt müde und bin noch zu spät aufgestanden. Ja, da kam viel zusammen. Naja, ich hoffe, diese Woche klappt das besser. Ich bin zuversichtlich schon mal, und ja, mal schauen. So, jedenfalls, worauf ich hinaus will, ich möchte halt einfach es wieder mal schaffen, ordentlich, ja, was zu schneiden und so, und einfach was hinter mich zu bringen, ne? In der Form. Und auch mal mehr zu schneiden, als ich aufnehme, ne? Damit ich nicht ja immer weiter Platz zuballer und so, ne? Weil das Ding ist halt auch, wenn ich nicht dazu komme, das zu schneiden schnell, dann habe ich immer Angst, dass die Festplatte in der Zeit kaputt geht, wo die Rohdateien da 2 Wochen rumschimmeln, ne? Und dann habe ich die ganzen Aufnahmen verloren, weil ich die mir nicht gesichert habe. Weil die einfach viel zu groß sind, um sie nochmal zu kopieren, ne? Das ist halt alles, das sind alles so Probleme, ne? Ich muss eigentlich sofort schneiden. Und ich schaff's nicht. Ich schaff's einfach nicht. Gerade wenn Projekte starten wie Craft Attack 6 jetzt, ne? Da will man auch ein bisschen was gucken, oder generell auf YouTube, da gibt's so viele Videos in letzter Zeit, die ich immer gucken will. Ich komme da irgendwie auch kaum noch nach, ne? Zum Beispiel Street merkt das auch. Ich kommentiere bei ihm nur noch zweimal die Woche oder so und dann immer richtig viel hintereinander. Weil ich es einfach nicht schaffe, jeden Tag aktuell die Videos zu gucken, ne? Es ist einfach zu viel. Ich muss mir das anders einteilen jetzt, und ich habe immer noch keine perfekte Lösung gefunden, aber ja, immerhin funktioniert schon mal so ein bisschen, ne? Aber irgendwie kriege ich manchmal immer noch zu wenig Schlaf, und das nervt mich einfach, ne? Weil, keine Ahnung, ich versuche so oft früh ins Bett zu gehen, und dann schaffe ich es wieder nicht, und das ist schon deprimierend, ne? Ja, einmal habe ich es neulich geschafft, da war ich ziemlich zufrieden. Aber es muss auf jeden Fall noch öfter werden, finde ich. Und ja, kann nicht dabei bleiben. Und ich hoffe, dass ich das im neuen Jahr alles besser hinkriege, ne? Jetzt habe ich mich so eigentlich einigermaßen eingewöhnt an das Unileben und so, oder beziehungsweise Studium. Und ja, wie auch immer. Ich hoffe mal im neuen Jahr,
klappt das dann nochmal besser, aber da ist ja auch dann langsam Prüfungsphase, ne? Ab Januar muss ich dann eigentlich extrem viel lernen. Und ich hoffe, dass das alles so klappt, ne? Vor allem Physikprüfung wird extrem anstrengend. Ich weiß noch nicht mal, ob ich die schreibe, überhaupt. Ob ich mich nicht doch wieder abmelde vorher, weil es einfach zu viel zu lernen ist, beziehungsweise ich da bei so vielen Aufgaben einfach nicht weiß, wie ich rangehen soll, dass es schon fast keinen Sinn macht, eine Prüfung zu schreiben. Ja, da sage ich lieber, ich melde mich ab und dann kann ich mir nämlich aussuchen, wenn ich die schreibe später. Ja, als wenn ich jetzt hier durchfalle und dann muss ich sie nächstes Semester nachschreiben oder nochmal neu schreiben halt und dann, ja, das ist dann halt mein zweiter Versuch, weil man hat drei Versuche bei uns und ja, so läuft das auf jeden Fall. Und das ist halt das Problem, ne? Da muss ich gucken, ob ich die schreibe oder nicht. Und ja, ich weiß es nicht, ne? Mathe schreibe ich auf jeden Fall zum Beispiel, weil, keine Ahnung, das macht einfach Spaß. So, ja, also wenn ich die Matheübung zum Beispiel habe oder vor mir habe, mache ich die immer zuerst, ja? Und die Physikübung immer irgendwie gar nicht, weil ich da immer nicht durchblicke. Weil ich da immer, das demotiviert halt einfach, wenn du siehst, so, wie soll ich jetzt an die Aufgabe ran, ne? Das ist einfach nur richtig schlimm. Und ja, deswegen, das nervt mich halt ziemlich. Dann gibt es noch so andere sinnlose Fächer, wo ich so viel lernen muss. Das nervt mich halt auch immer, diese Auswendiglernerei. Ja, das ist halt einfach nur sinnlos, ja. Du lernst irgendwas auf eine Prüfung, irgendeinen Scheiß, und dann musst du das alles hinklatschen dann, und ach, das ist so nervig, ey. Ja, irgendwas, was einen null interessiert. Irgendwelche Werkstoffe da lernen, so was ist mit Stahl, wie hart ist das? Und keine Ahnung, ne? Ja, weiß ich nicht. Das ist halt einfach nur. Ach, nee. Gar kein Bock, eigentlich. Aber okay, ja. Vielleicht gebe ich ja nochmal ein Update, wenn es dann soweit ist mit den Prüfungen und so. Wenn es dann so kurz vorher ist, dass ich nochmal was erzähle. Auf jeden Fall zur Zeit. Ja, sieht so aus, dass ich im Januar dann auch sehr viel lernen muss und so. Und ja, hoffentlich kriege ich das dann irgendwie organisiert, dass ich da zumindest dann mal einen besseren Ablauf kriege und die Aufnahmen besser schneiden kann und so weiter, ne? Was sich dann natürlich auch auf den Kanal hier auswirkt, weil wenn ich mal dann wieder einen Kopf frei habe, dann kann ich mich auch endlich mal wieder hier drauf konzentrieren, ne? Wie zum Beispiel die Rätsel. Das ist mir neulich erst eingefallen, dass ich auch mal wieder Rätsel bringen muss, ne? Und aufnehmen. Und dass das viel zu lange gelitten hat, dieses Format. Ich kam einfach so lange nicht zum Aufnehmen, ne? Das ist einfach nicht mehr feierlich. Ich muss echt langsam mal wieder die Rätsel aufnehmen. Weil sonst geht dieses Format einfach unter. Ja, komplett. Da ist es vorbei und das will ich ja eigentlich nicht. Ich wollte es eigentlich schon noch bringen. Aber das Ding ist, ich habe halt keine Ideen und muss immer ewig brainstormen, ne? Ach, es ist alles nicht so einfach und ja, mal sehen, was ich da mache. Lukas gibt mir manchmal so Anreize zu rätseln, da sagt er so, ja, das kannst du mal machen. Ja, mal schauen, vielleicht kriege ich mal noch eine gute Idee. Das wäre auf jeden Fall wichtig, weil, ja, ich brauche unbedingt Ideen, ne, dafür. Naja. Egal, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge an der Stelle. Ich verabschiede mich mal. Danke fürs Zusehen an der Stelle von Beta und dann tschüss.